Hello and herzlich willkommen. Wir sind jetzt im Sea Life Hannover. Wir liefern jetzt endlich den Quallenkreisel, den großen und noch zwei andere Quallenkreisel aus. Warten jetzt nur auf die Freigabe von den Herrenhäusern, dass wir hier auch endlich rein dürfen. Hi! So, Schwierigkeit. Bei Regenfloh oder kein Problem? Nö, ist kein Problem, ist ja alles wasserdicht. Ne? Ja, so hoffentlich. Aber ich hätte trotzdem nichts gegen schönes Wetter gehabt. Ein bisschen Sonnenschein. Aber wenn alles gut läuft, sind wir auch schnell hinterm Abladen durch. Und dann ist der Großteil der Arbeit dann eigentlich nur noch indoor. Heute ist also keine große Kran-Action, wie wir das letzte Mal hatten. Nee, kommt ein Stapler, der ist bestellt für den großen Quallenkreisel, weil der wiegt über eine Tonne. Und die anderen beiden, die kann man mit Manpower. Auslands. Eine ist ja ein kleines Mangrovenbecken, so wie wir auf der Interzoo hatten, weißt du, mit so einer angeschrägten Scheibe. Und der andere Kreisel ist 2 Meter lang, 1 Meter hoch und ziemlich klein im Verhältnis zu dem anderen. Aber da werden auch kleinere Quallen gezeigt. Also spannend wird es, wenn der große Kreisel dann kommt. Aber der ist noch nicht da. Der kommt im Laufe des Tages. Der große Kreisel ist hinten auf dem Hänger. Wir warten jetzt nur auf den Stapler. Der liegt ganz unten. Aber wir packen jetzt erstmal die Stelle aus und zudem hat das Sea Life dann angefangen, ob wir noch eine Scheibe aufpolieren können. Das Becken ist leer und das machen die dann im Anschluss. Also die müssen eh noch eine Baustelle einrichten. Das kann man dann in der Übergangszeit dann machen. Das ist ja 4 Fliegen mit einer Klappe. Und wir können endlich ein deutsches Update oder allgemein mal ein deutsches Video zu dem L-Riff-Becken machen, ja. Was wir... Wann haben wir das? Wann war das? Oh, das ist schon ein Dreivierteljahr her fast, ja. Wo wir das gefilmt haben. Genau, das bin ich auch gespannt, wie es aussieht. Das machen wir dann gleich auch noch. Also 5 Fliegen. Margin, mein Freund, ich gehe dir ein bisschen auf den Sack. Ja, hi, ich hoffe, das ist okay. Mach das gerne, hi. Na? Wie sieht es aus bei euch? Ja, so weit, so gut. Wir haben alles geschafft, wir sind gut angekommen. Alles läuft nach Plan. Die größte Schwierigkeit wird eigentlich sein, dass es keine gibt. Ja. Kommen wir nicht durch. Flo, das sieht spannend aus. Wir müssen schon gucken, dass wir halt aufgrund dieser Größe einmal vernünftig reinfahren können und dann halt irgendwie das Becken nach auf das Untergestell zu schieben. Ja. Das ist natürlich ein bisschen heavy, aber kriegen wir hin. Flo, ich meine mich zu erinnern, dass wir hier schon mal waren mit aber einem ganz anderen Setup, wo es in die Planung ging. Korrekt, da stand noch die Blackbox, ne? Hier. Das war, also sieht, wie anders so ein Raum dann auch immer wieder wirkt, ne? Wenn er mal leer ist, aber wie viel man daraus dann noch schaffen kann. Ja, da ging es um die Planung, um die Idee. Dahinter und jetzt ist es soweit, jetzt liefern wir. Und die Eröffnung ist dann noch vor Ostern geplant? Nee. Ende April. Ich bin gespannt, wenn es steht. Dann und vor allen Dingen, wenn dann die Trockenbauwand wieder davor ist, dann sieht es sowieso wieder ganz anders aus. Ja, also das, ja, ja, auf jeden man Fall. Man glaubt ja gar nicht, wie viel Platz oder wie wenig Platz eigentlich so ein Sea Life Center hat, aber durch die intelligenten Wege, wie groß und anders dann immer die ganze Räumlichkeit wirkt. Das ist immer spannend, ja. Wo genau kommt was hin? Wir haben ja die Becken das letzte Mal schon gesehen. Genau, das Mangrovenbecken haben wir, glaube ich, schon nicht gesehen. Das sehen wir gleich. Das Mangrovenbecken kommt dahin. Der kleinere der beiden kommt kopfseitig hier hin. Der ist ja 2 Meter hoch. Und der große kommt dann zentriert hier hin. Werden wir gleich sehen, wie es aussieht. Ob wir richtig gemessen haben. Obwohl, der Raum ist ja leer, also von daher. Manji, bist du eigentlich auch so ein Aquarienverrückter? Nee, ne? Du baust die Dinger. Ich baue die gerne, so also wie ein Verrückter. Also, heb mal ganz kurz. Ich baue die gerne. Je größer, desto besser. Und ja. Aber selbst? Also ich baue gerne die, die man vor, auch in der Werkstatt irgendwie nicht mehr hinbekommt. Also. Geil, aber du kannst schon so einen Koi von einem Karpfen kannst du unterscheiden. Ja, doch, auf jeden Fall. Geil. Ja, also da eine gewisse Grundbasis sollte man so sich über die Zeit so angeeignet haben, ne? Also Erfahrung ist schon da. Ja, aber wäre das nicht was für dich? Ich meine, das wäre auf jeden Fall. Also solange ich noch die Kraft habe und hier durch die Gegend springen kann, mache ich das hier gerne. Und wenn es irgendwann nicht mehr gehen sollte, dann habe ich noch ein anderes Know-how. Guck mal, du hast ja jetzt so die Creme de la Creme der Aquaristik schon gesehen, Martin. Auf jeden Fall. Was wäre so ein Becken für dich? Wo würdest du sagen, hey du, das würde ich am liebsten behalten? Der Quallenkreisel jetzt, den wir haben, der große. Das ist natürlich schon genial, sowas so halt. So ein Wohnzimmer, meinst du? Das wäre schon genial, weißt du? Ob man da jetzt
Quallen nachher reintut, ist die andere Frage. Aber ist einfach ein Hingucker. Ne? So was baust du auch nicht mal eben. Ja, und ansonsten, jedes ist irgendwie cool. Ne? Also von klein bis groß. Es gab immer nur geniale Sachen. Ne? Du hast ja in Kaunas sehr, sehr viel Zeit verbracht. Richtig. Weißt du, wie der aktuelle Stand ist? Weil wir waren ja noch nicht mehr da. Oder? Ja, also der aktuelle Stand ist, dass alles wunderbar funktioniert. Also zumindest, was wir gebaut haben und gemacht haben. Bestand wächst. Gedeiht. Tiere sind drin? Tiere sind drin und es kommen aber sicherlich noch mehr Tiere hin. Aber ja, ich würde mich freuen. Ich würde da auch gerne nochmal hin. Also Litauen habe ich nicht so schön erwartet, oder? Am Ende war es dann sehr schön. Also wir waren ja echt im Sommer da, das war ja... Das war ja, da hast du gedacht, das wird nie was. Ne? So. Ne, so irgendwie Teil zwischen Rohbau und Planung und Umsetzung. Ja. Aber sieht sehr schön aus. Also, alle, die da gearbeitet haben, haben es schön gemacht. Ah. Die haben es gut gemacht. Sicher Teambilder. Ja. Das ist so ein Becken, das wird dann von dir mit der Trockenbauwand verkleidet, sodass der Besucher eigentlich nur diesen Bereich hier sieht, der transparent ist. Und dann von oben auf die Mangrovenquallen, auf die Cassiopeias gucken kann. Und dementsprechend ist dann halt auch schon so ein kleiner Ausschnitt aus einem Mangrovenbild aus der Natur genommen, um halt jetzt dementsprechend auch so ein bisschen das Theming dann zu nehmen. Da kommt der große. Das große Gestell. Was muss man für ein Aluminiumgestell mitbringen, um so ein Gewicht tragen zu können? Weil das sieht schon sehr männlich aus. Das ist schon sehr männlich. Da ist auch ein bisschen überdimensioniert. Aber wir haben da ein Berechnungsprogramm, der dann halt die maximale Durchspiegelung errechnet, der ganz genau sagt, wie viele Pfosten er nimmt. Und das ist jetzt ein 90er Profil. Also da kannst du auch einen Elefanten draufstellen. Wassertechnisch, Flo. Ich sehe jetzt hier hinten so ein paar Anschlüsse. Weißt du, wie die Sea Lives im Normalfall aufgebaut sind bei sowas? Alles unterschiedlich. Kommt ja immer irgendwie, die haben ja nicht irgendwie so ein Blueprint, dass jedes Sea Life Center gleich ist. Hier ist ja, glaube ich, irgendwie das Gebäude bestand ja zumindest dieser Tropenteil und haben dann angebaut. Das ist immer unterschiedlich. Ne? Also je nach Platz sind ja auch unterschiedlich groß. Aber soweit ich verstanden habe, also hier mit der Filtertechnik haben wir nichts zu tun. Die kommt, wird dann auch irgendwo da hinten verortet. Fängst du auch an zu filmen oder was genau planst du? Ja, also macht Spaß. Ne? Also ich glaube, ich sollte auch mal filmen. Ja, ja so. Sieht auf jeden Fall danach aus. Macht dann auch was. Was ist der nächste Schritt? Lasershow. Genau, Lasershow. Wir werden jetzt die Becken ausrichten, beziehungsweise diesem Raum entsprechend, weil hier keine Wand irgendwie gerade ist oder zu 90 Grad im Verhältnis zueinander. Bedeutet also, das Endergebnis soll in sich ein rechtwinkliges Bild ergeben, ja, ja. Also eine Räumlichkeit, die jetzt nicht einfach irgendwie schräg. Wir haben jetzt erstmal den Raum, weil der keine rechten Winkel hat, den jetzt mal ausgelasert und haben uns eine Kante genommen, die dann ausschlaggebend ist und sind von der Front von dem großen Quallenkreisel ausgegangen. Die ist dann fix und wir haben halt eine Durchgangsbreite, ein Minimum, die wir einhalten müssen, weil der Björn ein Podest bestellt hat, das, was dahinter muss. Haben wir ein wenig Spielraum und haben dann den Rest auch an des großen Quallenkreises ausgerichtet. Ne? Das spielt halt noch natürlich eine Rolle, wie die Leute von dem anderen Raum hier reinkommen, dass entweder sofort der große Quallenkreisel auch die Aufmerksamkeit bekommt, die er haben soll, oder vielleicht dann doch erst beim Betreten des Raumes. Muss ich Gott sei Dank dann nicht final entscheiden, aber wir haben es dann halt anhand dieser Parameter, die vorgegeben sind, dann glaube ich ganz gut gelöst. Ist das wie beim L-Becken, dass quasi auch im Nachhinein alles voll verkleidet wird und man diese Raumstruktur sowieso komplett verliert, genau, wie sie jetzt ist? Genau, wird alles verkleidet, außer bei dem kleinen Mangrovenbecken haben wir halt hier den Vorsprung, der halt nicht foliert ist, der ragt damit in den Raum rein, sodass die Besucher auch von der Seite aus sehen können und natürlich die Sicht von hier oben haben. Ansonsten verschwindet eigentlich alles hinter dieser Laserlinie. Ist schon Backstage. Also wir haben dann eigentlich nur jeweils Frontansichten, die der Besucher sieht. Manchi, was wird silikonisiert? Es wird nicht silikonisiert. Ich weiß nie, ob ich so oft gemacht, gucke ich in die Kamera oder gucke ich zu dir? Du kannst gerne auch zu mir kommen. Dann mache ich gerne. Ah, das freut mich. Die Untergestelle werden jetzt unterstopft, weil wir die jetzt ausgerichtet haben und der Boden ist natürlich nicht so schön, wie wir den haben wollten. Und deswegen haben wir einen Baumörtel, einen 2K-Mörtel. Ach, du spritzt das quasi hoch? Quasi, nee, ich habe das unterkalt
Und die Lücke unten wird jetzt quasi ja unterspritzt, in Anführungsstrichen. Okay, also unter dem Aluminiumgestell einmal eine Fuge gesetzt, die durchgehend ist. Genau, erstmal punktuell macht man das, ne, damit man da so, ne, das ist auch wieder so ein Ausrichten, und dann zieht man das einmal komplett durch und kann dann nochmal einmal ringsherum versiegeln, dass da jetzt kein Wasser irgendwie reinkommt oder so. Man sieht, die Schrauben, die du da reinmachst, die sehen ganz schön heftig aus. Ja. Geht das in den Boden? Das geht in den Boden. Die haben wir verdübelt. Also wir haben Löcher gebohrt, verdübelt. Und jetzt knallen wir 160er Schrauben rein. Deine Jungs, Flo, die machen mit Muskelkraft, ziehen die hier so Schrauben in den Boden rein. Das ist gewaltig. Finde ich auch. Das ist der Kleine. Klein, aber fein, oder was? Ja, fein ist der auch, aber klein im Verhältnis zu dem anderen. Ja. Ich glaube, wenn sowas in ein häusliches Wohnzimmer kommt, ist das trotzdem ganz schön da drin. Ja, der ist zweimal ein Meter hoch. Ne? Ist zwar nicht so tief, aber schon speziell. Flo, allein das Aquarium wiegt eine Tonne? Ja. Ohne Verpackung ungefähr eine Tonne, ja. Also viel mehr ist das nicht viel dran. Also nur Schutz. Also eine Tonne kannst du von außen, ja. Ich hab dich im Blick. Jetzt kommt es drauf an. Also wir müssen jetzt gleich einmal den noch drehen und dann aufstellen. Und wenn wir dann einmal über die Kopfsteinpflaster hier sind, dann mache ich mir keine Sorgen, dann haben wir es geschafft. Dann müssen wir eigentlich nur noch reinbringen, hoch mit dem Hubwagen. Wir haben so einen mobilen Hubwagen mit. Und dann können wir es eigentlich rein theoretisch auf das Gestell stellen. Da haben Sie aber ein echt heftiges Paket bestellt. Großes Paket, ja. Große Quallen. Große Quallen, große Paket. Ja, das ist mit dem Maximum ausgenutzt, was der Raum hergibt, beziehungsweise auch die Öffnung, wo er reinkommt. Und da ist alles ausgemessen, alle Wege sind quasi einmal vorab schon kontrolliert worden, dass das jetzt auch passt. Das sieht schon spannend aus. Spannend aus. Ja. Das wird noch. Perfekt. Ist noch nicht drauf. Erstmal packen wir das aus. Oder sollen wir den hier erstmal erledigen? Ja, lass uns den erledigen, haben wir mehr Platz. Zum Warmwerden. Oder? Genau, zum Üben. So, drinnen. Drin. Jetzt müssen wir nur noch aufs Gestell. Aber das sollte uns jetzt nicht vor einem größeren Problem stellen, weil die Aktion, den jetzt hier reinzukriegen, war schon ein bisschen holprig. Also im wahrsten Sinne des Wortes über diese Holzbohlen da. Vorgehensweise, ein Tonnen Aquarium auf ein Gestell stellen. Zuerst mal von der Palette runter auf Balken und dann haben wir diesen Saunhubwagen. Der kann bis zu 200 Tonnen heben. Und ich glaube, was kann der in Summe, wie hoch kann der? 1,50 Meter. 1,50 Meter dann hochpumpen und dann kommt er auf das Niveau des Gestells und dann wollte der Björn das und die Jenny das dann feierlich aufs Gestell schieben.
Flo? Ja. Ich gehe ganz stark davon aus, dass jemand einen Kaffee danach braucht. Einen Kaffee? Ja. Lock ich locker vom Hocker. Warte, wie heißt Kaffee mit Rum? Ja. Nein, alles gut. Letzten Endes eine Taktik, die schon öfters angewandt wurde. Ja, immer. Man findet immer irgendwelche Lösungen, aber das ist Stückwerk, ne? Aber das ist normal. Ne? Auftrag erledigt. Fürs Erste erledigt, ja. Aber im wahrsten Sinne des Wortes. Ich bin jetzt auch erledigt, war ein langer Tag und jetzt bin ich halt tierisch gespannt, wie es aussieht, wenn die Trockenbauwand steht, weil das war halt genau das gleiche unten bei dem Korallenbecken so. Das wirkt dann nochmal ganz anders, also das wirst du nicht mehr wiedererkennen. Ich höre raus, wir kommen wieder, Flo. Ja, genau. Also Eröffnung ist am 24. April. Ja, das ist ja bald. Genau, in Hannover Sea Life. Eintritt frei oder wie war das nicht? Ja. Wenn der New Wave-Kanal abonniert ist vielleicht. Können wir drüber reden.